Dann machen wir jetzt mal den Keller hier frei. Jo. Ah, es ist der Mega Man. Ladebildschirm, Ladebildschirm in Sekunden pro Frame und nicht in Frame pro Sekunde. Ich habe dich nicht aus den Augen gelassen. Zum Glück, denn so konnte ich feststellen, dass das Notsignal des Funkelis von dort kommt. Wer weiß, welche Gefahren lauern. Ich komme für alle Fälle mit. Ich glaube... Ich habe so ein ganz komisches Gefühl. Wie bei dem Hilfsdetektiv habe ich das Gefühl, dass der Professor auch nicht der ist, den er vorgibt zu sein. Oder vielleicht doch. Einmischung unerwünscht. Schon wieder dieser Octoblockdo. Oh nein, der Professor wurde gefangen. Wir müssen schnell was unternehmen. Ja, dann auf. Wir zerstören einfach die Plattform. Ich muss auch noch die Plattform verteidigen. Oh nein, ich bin geliefert. So, nehme ich mit. Die hat gut was hat gut was gefressen. Ankunft der Heldin. Oh Mann, du Arschficker! Bleib hier, du Wichskrüppel! Na, warte. So. Auf Rettungsmission gefangen, peinlich. Schnell, das Signal ist ganz nah. Ja, warte doch mal ab, alter Mann. So, den nehme ich mit. Ja, den ersten habe ich verkackt. Da ist er.
Aber den kriegen wir doch frei hier. Ich danke euch für die Rettung. Ja. Welche Schmach, als Held gefangen zu sein. Tja, scheiße gelaufen. Aber wir müssen fliehen. Es geht doch nicht ohne Bosskampf. Kometenregen? Kriegen wir hin. Ich dachte, der Professor wäre auch böse. Aber es würde halt auch nicht dazu passen, zweimal den gleichen Plot-Twist zu nehmen. Einfach alles vernichten. So viel wie es geht. Kann man mal machen. Aua. Ah, fuck. Hier kommt ein dicker Brocken. Ach, den fangen wir auf. Blas einfach meine Brust auf. Aber die Brust aufblasen und dann boing. Ja. Ich schaff's aber auch immer wieder, mich alle Spiele zu versauen, ne? Ohne Anstrengung. Ja gut, wäre ja auch schwierig. Also wenn ich mich bei dem Spiel wirklich extremst anstrengen müsste, dann sollte ich keine Zockerstreams mehr machen. Dann, ja. So, dann haben wir den. Holen wir gleich noch die Eiskunstläuferin. Let's go. Gut, man hätte den Keller auch am Stück machen können, tatsächlich. Ladevorgang. Ladevorgang, Ladevorgang. Nee, Meerjungfrau. Oh, die ist doch knuffig. Oh, ich habe das Gefühl, hier mitten im Dingsbums. Da muss der Gesangstar sein. Fische! Fischis! Oh, mehr Fische. Jawohl. Kriegen wir das hin? Da haben wir sie. Welch schöne Stimme. Vielen Dank. Kein Problem. Und jetzt nichts wie weg hier.
Trude werden stärker. Oh, Seeigel. So eine schwere See habe ich noch nie erlebt. Ja, es ist ja auch ein riesiger Strudel. Wir müssen alle unsere Fischfreunde zusammensetzen und dann gegen den Strudel schwimmen. Wir müssen zuerst die Strudel beruhigen. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Schildi, Schildkröte. Noch eine Schildkröte. Was haben die denn da auf dem Rücken? Unser Gesang sollte das Wasser beruhigen. Ah, oh, das ist eine Bühnenschildkröte. Okay, das ist cool. Gut, die Schildkröten übernehmen das Schwimmen. Die Schildkröte schwimmt mit. Ja, die sinken mit. Beide, glaube ich. Warum habe ich den dritten nicht, vierten nicht gekriegt? Haltet noch ein bisschen aus, Schildis. Super. Das war doch... Die waren knuffig. Mit den Schildkröten. Doch, das hat was. So, die Frage ist, wer fehlt denn jetzt noch? Lass uns bald wieder mal ein Duett singen. Oh, klar, warum nicht? So. Hier unten haben wir alles. Okay. Müsste eigentlich nur noch... Ah, die Eistänzerin. Der Kung-Fu-Meister. Gute Nacht, Justin. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Ich werde heute wahrscheinlich auch kein anderes Spiel spielen. Aber dafür haben wir es dann durch. Ich hoffe, das ist soweit okay. Das ist jetzt nicht für die Zuschauer nicht ganz so tragisch. Ich habe eine unheilvolle Ahnung. Könnte der Funkli irgendwo sein? Ja, wir boxen uns hier einfach durch. Ha!
Ach so, ja. Der Kung Funkuli wird gefangen. Kung Funkuli, okay, das ist lustig. Frau Grey, Grey, verlieh mir große Kraft. Nun werde ich dir zeigen, was ich vermag. Au. Ich hab doch. Also mies. Komm her, du Lümmel. Genug gespielt, mach mir ernst. Au. Ja, so langsam müsst ihr doch mal keinen Bock mehr haben. So. Hier habe ich voll verkackt. Hier habe ich echt reingeschissen. Er greift an, mach dich bereit. Wir haben deine Tricks durchschaut. Beenden wir das mit einem Streich. Der kleine Funkuli kann den gar nicht getroffen haben. Hadouken! Das stimmt. Panic Spoo. Ah ne, warte mal, das war ja geil. Hadouken, Suryuken oder Hoyoyuken, glaube ich, war das. Es gibt drei Kämpfe. Einmal das Hadouken. Dieses Kamehameha für Arme. Dann gibt es diesen Tornado Kick. Das war dieses. Glaube ich. Und ja. Irgendwie sowas.
Wenn ich. Das war theoretisch, wenn man das jetzt, wenn das jetzt eine menschliche Puppe gewesen wäre, oder Mensch, wenn das jetzt ein Mensch gewesen wäre und kein Dingsbums und keine Holzpuppe, wäre das für Mortal Kombat ready? Ich meine, wir haben ihn in seine Einzelteile zerlegt. Ein bisschen rote Soße, ein paar Gedärme hier, ein paar Innereien dort. Why not? Ladebildschirm, Ladebildschirm. Hier treiben sie sich also auch herum. Diese Lümmel. Nehme ich mit. Komm schon, jetzt. Beyblade. Ah, Beyblade. Let it rip. Da ist der Funkeli. Halte durch, wir retten dich. Oh, Stella, du bist zu meiner Rettung geeilt. Der schon wieder. Wollt ihr euch meine große Show ansehen oder wollt ihr sie mir stehlen, wie dieser Funkeli? Super. Ich bin unendlich dankbar für deine Hilfe. Es wäre wunderbar, gemeinsam aufzutreten. Jetzt müssen wir erstmal hier raus. Wir sollten besser die Flucht ergreifen. Aber wohin? Super. So, Mädels. Ja.
Einfach weg hier. Hoppala, hoppala. Megasprung. Ja, ein bisschen verkackt haben wir's. So, da müssen wir den Keller jetzt auch fertig haben, dann langsam, hä? Würde ich sagen. Schon mal pullern und dann auf zum Grande Finale. Eine mitreißende Vorstellung. Ah, ich kann dich auf Pause drücken. Ich ahne Fürchterliches. Aber erst später. Bis gleich. Da müssen wir mal hier Stingsbums angucken. Naja.